Hey Leute, was geht? Und damit erstmal herzlich willkommen zum ersten Nitro Crate Opening von uns. Noch nicht lang ist die neue Kiste am Start und trotzdem haben uns heute schon so viele Leute angeschrieben und gefragt, ob sie ihre Nitro Crates spenden können, damit wir dieses Opening machen können. Und deswegen, bevor wir damit anfangen, möchte ich mich wirklich erstmal bei folgenden Personen bedanken, ohne die dieses Opening hier nicht möglich wäre. Deswegen wirklich Dankeschön an Refolix Mods, Fridolin, Silvan Amigo, Stefan Agera, Glurak 3570, Lukas Doe 9, Cels 01, Edze 12 und Joschka. Wirklich Dankeschön von ganzem Herzen für eure Crates. Und ja, wie gesagt, 9 Nitro Crates werden wir heute öffnen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ich ziehen werde. Und ich habe ja schon mal reingeguckt, also da gibt es wirklich richtig geile Sachen. Ich werde aber erstmal für alle, die noch gar nicht reingeguckt haben, die noch gar keinen Plan haben, was es denn hier so gibt, werde ich jetzt erstmal zeigen, was da drin ist, und dann legen wir danach auch sofort los. Also, wir haben hier als erstes mal Breakout Type S Momo, das sieht so aus. Dann Takumi, Dominus, Octane CSA, haben wir diesen normalen Aufkleber. Dann haben wir noch für den normalen Octane Spaßverderber. Takumi Vector, kennen wir ja schon, gibt es glaube ich schon mal. Für ein anderes Fahrzeug, mir fällt es nur gerade nicht ein. So, dann kommen wir zum ersten Boost. Das ist Hexface, der sieht eigentlich ganz geil aus. Dann haben wir hier die ersten Wheels, Fireplug. Und ich bin ganz ehrlich, die gefallen mir jetzt nicht wirklich sonderlich. Aber vielleicht sehen die in Painted ja ganz geil aus. Auf jeden Fall haben wir hier dann Endo MG88, was wir schon von Octane kennen. Und ich finde, es sieht wirklich nice aus. Dann kommen wir auf jeden Fall zum ersten Import-Car, auch zum einzigen, weil wir nur wirklich dieses eine brauchen, der Mantis, den man übrigens auch in Painted ziehen kann. Ich habe da schon ein paar Bilder auf Instagram gepostet. Auf jeden Fall haben wir dann hier den nächsten Boost. Neothermal, den ich vom Sound übelst geil finde, sieht auch ganz geil aus. Hier haben wir Triplex, sehen so ein bisschen aus wie futuristische Invader. Dann haben wir Draco und K2, und diese Wheels sind der absolute Hammer, wie ich finde, weil hier auch das Profil animiert ist. Und Leute, das gefällt mir so gut. Wenn ich die ziehen werde, bin ich glücklich. Aber ich bin auch so glücklich, dass ich dieses Opening machen kann. Und mal gucken, was wir ziehen werden. Auf jeden Fall gibt es auch neue Mystery Decals. Bubbles und Striker heißen sie, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Let's go. Mal gucken, was dabei rauskommen wird. Oh, Alter! So knapp gleich schon nach dem Mantis. Ja, so kann das natürlich laufen. So, Octane Spaßverderber. Sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, wir machen einfach mal weiter. 8 Crates haben wir noch. So, dann mal her damit. Mal gucken, was wir da so bekommen. Ah, da, Leute, Alter! Nee, sorry, aber meinen die das gerade ernst? Ich meine, schon wieder so kurz unter dem Mantis. Also irgendjemand will mich hier gerade verarschen. Alles klar, so kurz darunter. So, alles klar. Auf jeden Fall kommt ja auch noch das Up-to-Date-Video. Habt ihr euch ja gewünscht. Und ich kann nur so viel dazu sagen. Wir müssen da erst noch ein paar Crates öffnen, weil man kriegt natürlich nur gute Sachen, wenn man Imports uptradet. Oh, Triplex, alles klar. Die ersten Import Wheels, dann gucken wir uns die mal an. Alles klar, also ich finde wirklich, die sehen aus wie futuristische Invader. Sehen aber nicht schlecht aus, muss ich sagen. Hexface, alles klar, sehr, sehr in der Raketenspur. Ich muss sagen, ich finde den ganz nice. Ich glaube, ich rüste den jetzt einfach mal aus. Vielleicht fahre ich ja im nächsten. Lackiert! Leute, lackiert! Nice! Anlegen, ich unterbreche das mal kurz. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich will nur eben gucken, welche Farbe der hat. Ich glaube, das war pink oder so. Ja, pink. Nice, der passt sogar perfekt zu meinem Design.
Also ich kann damit auf jeden Fall leben. Das gefällt mir schon mal. Gut, so, sorry für die kleine Unterbrechung. Aber ich wollte jetzt einfach mal eben wissen, welche Farbe, weil es da einfach nicht stand. So, dann gucken wir mal weiter. Bis jetzt kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, irgendwas Gutes zu ziehen. Alles klar, Fireplug. So, dann gucken wir mal, sind die painted? Nein, die sind nicht painted, die sahen gerade so ein bisschen grau aus. Aber ist die Standardfarbe, ist okay. Gut, damit kann ich auf jeden Fall auch leben, so die letzten drei Crates. Okay, Mobo für den Breakout Type S. So ein bisschen Scheiß, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wo die sich dafür halt auch immer Mühe geben, aber da steht halt selten und die sind überhaupt nicht selten. Das regt dann immer so ein bisschen auf. Aber ist okay, so. Die letzten zwei Crates, nach der hier werden wir die letzte öffnen. Aber dann mache ich natürlich wieder die Augen zu und lass mich überraschen, was ich da so kriegen werde. Nein! Ey, komm, nein! Das ist so ärgerlich, ne? Die hätte ich so gern gehabt, die Draco. Ah, fuck my life, ey. Zertifiziert, okay. So, Leute, es ist soweit. Die letzte Nitro Crate. Gucken wir, was drin ist. Ich bin jetzt einfach mal ruhig und werde meine Augen schließen. Let's go. Alles klar, Spaß bei der Octane. Ich dachte so... Okay. Nee, ist okay, auf jeden Fall. Haben wir mal so einen Einblick bekommen, was wir da so für Sachen haben. Wir haben an sich einen schönen Boost bekommen, Painted sogar. Da bin ich eigentlich ganz glücklich drauf. Dann kann man hier nochmal gucken. Ich finde den nice. Der sieht auf jeden Fall echt geil aus. Und was haben wir noch bekommen? Irgendwelche Wheels waren das. Also was ich vorhin meinte, die Invader... Die sehen wirklich fast so aus wie diese neuen Wheels. Fireplug haben wir bekommen. Die gefallen mir aber nicht so, also bin ich ehrlich, ist nicht so meins. Was haben wir dann noch bekommen? Mir fallen gerade leider die Namen nicht ein, aber die sollten weiter unten sein. Triplex, also wie ihr seht, die sehen fast aus wie Invader. Könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu schreiben. Und ja, vielleicht ziehen wir beim nächsten Mal bessere Sachen, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auf ein nächstes Nitro Crate Opening. Und sagt, wir wollen dafür unsere Kisten spenden. Ihr werdet natürlich im Video erwähnt. Schreibt mich dann einfach auf PS4 an. Ich bin euch dafür sehr dankbar. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.